Ich brauche ein paar Blumen. Einen Kranz oder so. Hab ich nicht. Es ist alles verkauft. Ich wollte eben gehen. Es gibt hier nichts zu tun. Das ist nicht erstaunlich, Herr. Vor der Beerdigung haben die Leute alles leer gekauft. Männer, Frauen, Kinder. Alle wollten der Herzogin einen Strauß aufs Grab legen. Hexenblumen, ja, ich weiß. Dingsrosen, Gladiolen. Allerdings mochte sie klassische Rosen am liebsten. Ihre Hofdamen waren hin und wieder hier. Dann wählte ich die hübschesten Blüten für sie aus. Duftend, großblättrig, langlebig. Ich kann es einfach nicht glauben. Von der eigenen Schwester getötet. Wie konnte das passieren? Sie wollte aber auch nicht. Ich habe die Herzogin im Stich gelassen, das sehe ich nicht so. Ich hätte nicht gedacht, dass sie eines entschlossen ist. Das habe ich auch geglaubt. Das glaube ich auch. Andere hätte war zu vertrauensselig. Und das widerspricht... Anna Henrietta wollte glauben, dass es noch Hoffnung für sie einen gibt. Dass sie Reue zeigen würde. Sie hat ihr die Hand gereicht. Zu früh. Zu vertrauensselig. Und das, obwohl man ihr nachsagt, dass die Herzogin... Du bist dieser Hexer aus dem Ja, voll. Der uns vor dem Biest gerettet hat. Mhm. Könnte man sagen. Aber die läuft ja Warte, mittlerweile auch seit 5 Stunden. Ich dachte, du hättest keine mehr. Den Strauß habe ich zur Seite gelegt. Ich wollte ihn der Herzogin selbst bringen. Aber nimm du ihn. Ich weiß, dass dir an ihr lag. Was schulde ich dir? Gar nichts. Behalt dein Geld und trink heute Abend zu ihrem Gedächtnis. Mach ich. Leb wohl. Oha. Ist das wirklich das Ende? Vampire können wiederbeleben. Oha, ist das schnell gebaut worden? Ist das wirklich das Ende? Tu da Schneewittchen mit dem exquisiten Haar. Ja, hör mir auf, das ist das Ende des DLCs, beide tot. So kitschig mit den Rittertugenden und der Herzogin und allem, das so sein mag, ne? So unkitschig war das Ende, oder wenn es das Ende dann ist. Boah, das war knapp. Gut, irgendwie, auch traurig, aber gut. Hexer, ich dachte, du wärst schon fort. Ging nicht. Anna Henrietta war... Wunderbar. Schön. Gut. Die beste Herrscherin, die man sich erhoffen könnte. Und ich habe sie im Stich gelassen. Gib nicht dir die Schuld. Hör auf, dir leid zu tun. Ja. Sei nicht so hart zu dir. Niemand hat damit gerechnet, dass Sianna das noch tut. Und keiner hat etwas getan, weil keiner etwas tun konnte. So schaut es nämlich aus. Wir haben es halt. Du hast sicher recht. Aber wenn eine geliebte Person stirbt, kann man nicht anders, als die Schuld bei sich zu suchen. Dann verlieren selbst die gestähltesten Ritter ihren Mut. Ich wollte der Herzogin meine Aufwartung machen und mich verabschieden. Weiße Rosen mochte sie am liebsten. Geh hinein. Sie liegt in der Herzogskrypta. Im gleichen Raum wie ihre Mörderin. Trotz meiner Proteste. Was? Wer hat das bestimmt? Der Regentenrat. Ein Rudel alter Männer mit Statuten und Kodizes anstelle von Herzen. In Siannas Adern floss herzogliches Blut und sie ist nie offiziell enterbt worden. Daher wurde bestimmt, dass sie neben Anarietta liegen soll. Oh nein, wenn es so ist wie der Nebenquest, dann streiten die sich jetzt bestimmt auch die ganze Zeit. Ja, so ist es.
Sie war ja nicht vollständig böse. Sie ist ja dadurch, weil sie verstoßen worden ist. Ne? Und was hat dir das jetzt alles gebracht? Ruhe im Frieden. Es tut mir leid, dass es so enden musste und ich es nicht verhindern konnte. Hoffentlich kannst du mir verzeihen. Ruhe im Frieden. Oha, ob man was hätte anders machen können. Ich weiß nicht. Schicke Krypta und so dezent. Ja, so stelle ich mir meine ewige Ruhestätte vor. In solchen Momenten weiß ich nie, ob du Scherze machst. Nicht doch, Geralt. Es ist bemerkenswert friedlich hier. Und dieser subtile Charme unterstreicht perfekt die Würde der Herzogin. Ach, ihr Menschen versteht es doch immer wieder, mich zu erstaunen. Zu verzweifeln angesichts des Unausweichlichen. Ich bin gekommen, um dich von hier fortzuholen, mein Freund. Nach dem Chaos der letzten Tage hast du etwas Erholung nötig. Ich weiß nicht. Ich bin drauf All und die dran, Tode, bitte. die ich nicht verhindert habe. Ich fühle mich mies. Ich finde, ich hätte mehr tun Ja, müssen. ohne Spaß, genau das beschreibt's Jetzt ist perfekt. Toussaint ohne Herrscher. Oder besser, das Chaos herrscht. Und die Verzweiflung. Die Leute haben die Herzogin wirklich gemocht. Ganz Beauclair weint um sie. Emotionaler Massenausbruch? Offenbar haben die Untertanen die Wesenszüge der verstorbenen Herrin übernommen. So sarkastisch. Ich dachte, du hättest Anna Henrietta gemocht. Hab ich auch. Und ich bedauere ihren Tod aufrichtig. Ich auch. Dann trinken wir. Und da habe ich dich immer für eine so komplizierte Kreatur gehalten, die niemals auf so schlichte Methoden wie das Ertränken von Kummer verfallen wird. Es gibt Sorgen, bei denen hilft einfach keine andere Medizin. Man kann über Sienna sagen, was man will. Kompromisslos war sie. Nun allerdings, es wäre ihr gut bekommen, wenn sie eine etwas philosophischere Herangehensweise gewählt und hin und wieder ihre eigenen Handlungen in Frage gestellt hätte. Stimmt. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Wurzeln sammeln, klar. Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los.
Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. Das Mann... Lege die Handschuhe und die Euraunwurzel an. Ich hab irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass er die Herzogin wiederbelebt hat. Als Vampir, wo ist sie denn? Die Quest ist wahrscheinlich bei den Questgegenständen drin, oder? Na? So, was haben wir denn hier? Beklär Wams Handschuhe. Na. So. Einmal hier sicheren Handschuhe für das Sammeln. Und noch ein wunderschöner. Wunderschöne Maske dazu. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Und weil es schon erwähnt worden ist, würde ich sagen, weil es so schön dunkel ist, nehmen wir einmal einen Katzentrank ein. Oh, hops. So. Damit wir sich gut sehen können in der Nacht. Na? Sollen wir hier suchen? Na? Und wenn wir zum Schluss noch Stechapfel hinzufügen, die Mischung könnte interessant sein. Ich glaube, der wird betrunken langsam. So, mal hier noch einmal Stechwurzel. Was riecht denn Stechwurzel? Eine Alraune und hier ist noch eine Alraune. So. Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Verdammt, wo steckst du? Sind die beide betrunken? Ja? Regis! Was ist denn hier los? Ich habe getan, was ich musste. Was ist? Diese Bruxel haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel. Eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Oh. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Meinst du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk.